Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Heute möchte ich euch meine neue Rocker-Tastatur vorstellen, die ich bei Amazon gekauft habe für 55 Euro. Und den Link setze ich unten in die Videobeschreibung. Na hoppla, das ist aber nicht die Rocker-Tastatur. Das ist noch meine vorhergehende. Und ich glaube, das sollten wir mal schnell ändern, oder? Was meint ihr? Ah, da ist sie ja. Da haben wir sie ja, da ist ja das gute Stück. Das ist meine Rocker-Tastatur, weil ich bin ein guter, aber großer Fan von Rocker. Das ist die ISCO FX Rocker-Tastatur. Und davon habe ich auch noch eine Maus. Die habe ich hier. Da werde ich auch nochmal ein Video machen. Werde vielleicht nochmal mir eine neue bestellen, weil irgendwie, wenn ich jetzt hier zurückblättern möchte, hier bei der Tastatur, bei den Tasten, dann blättert die manchmal zwei Seiten zurück und ich weiß nicht, woran das liegt. Deswegen muss ich mich nochmal erkundigen, ob man da was ändern kann. Auf jeden Fall, das ist das gute Stück. Die kam vor ein paar Tagen bei Amazon. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man die nicht mal verpackt hat, sondern man hat hier einfach den Etikett draufgeklebt und fertig. Das finde ich schade. Deswegen muss ich das erstmal so halbwegs abziehen hier. Ein bisschen noch Klebstoff drauf. Das finde ich ein bisschen schade bei sowas, aber naja, gut. Was hat die hier? Die hat 6 Lifetime-Levels dabei, die hat Easter Shift Plus Taste, 3 Zones, 4K, das ist Englisch alles hier. Und die hat, ist eine Leuchttastatur, also man kann hier die Farben verschieden einstellen, verschiedene Bereiche einstellen, das finde ich schon cool. Und ja, ich mag, aber ich hatte schon mal so eine ähnliche gehabt. Drehen wir sie mal um. Hier hat man noch einmal die ganzen, hier hat man noch mal auf Deutsch, steht es noch mal da. Multicolor Tastenbeleuchtung mit 6 Helligkeitsstufen, 3 Easy, Shift Plus, Zonen, einfache Doppelbelegung der Tasten, 36 leicht erreichbare Makrotasten inklusive 3 Tumpsten-Tasten, oh Gott, das war Makro Live, Aufnahmetaste, 180 Plus, Makro in 5 Profilen. 8 Media und Hotkeys, mehr als 25 Funktionen einstellbar, mittelhohe Tasten mit perfekten Anschlag- und Druckpunkten, optionales Anti-Coasting, 1000 Hertz, Polling-Parate, ein Rocker-Treiber und Makro-Manager inklusive Sound-Feedback, Makro-Vorgaben für Spiele, Multimedia und Office, extra großer Handgelenk, Auflage, spezielle Oberflächen, das Oberflächenstruktur. Genau, das finde ich cool, dass man hier unten diese Auflage hat. Oder die Auflagefläche hat. Integrierte Kabelkanäle für optimiertes Kabelmanagement. Rutschfestbare Unterseite mit Look-on-Tastaturfüßen. Ultraschneller Profilwechsel, Tastaturanzeige über 5 LEDs. Rocker Talk Set Bonusfunktion durch Produktkombination. Oha. Ja, da sind einiges zu bieten. Und ich schlage vor, wir packen sie mal aus. Da ist mein Messer. Da. Ja, da ist mein Messer. Moment. Da ist mein Messer. Machen wir sie mal auf. Mal schauen, wo das jetzt hier aufgeht. Ach, hier an der Seite einmal. So lange ist lange. Aber immer hier. Zack. Ich glaube, das brauchen wir bloß auf der Innenseite aufmachen. Macht das richtig auf? Ja. So, ich hoffe, man kann das sehen. Ich weiß noch, was das war. So. So, machen wir jetzt mit. Hier an der Seite. Wo denn? Warte mal. Ja, hier ist es. Hier macht man das auf. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja. Da ist das. Gutes Stück. Hier haben wir eine Bedienungsanleitung. Ein bisschen was zum Lesen dabei.
Ich weiß, viele würden jetzt sagen, man isst die groß. Für was brauchst du so was Großes? Ist mir eigentlich völlig wurscht. Weil ich mag solche große Tastaturen. Die kleine ist mir einfach zu klein. Und ich hatte schon mal so eine große gehabt. Kommt damit wunderbar zurecht. Man sollte das kaufen, wo man am besten zurechtkommt. Und da ist das Stück noch schön mit Folie verpackt. Hier mit dem schönen Kabel dazu. Hier die Rockertstecker. Die kennt man doch von den anderen Geräten wie Maus und so weiter. Oh ja. Ich liebe solche Tastaturen. Sind mir einfach für mich die besten. Schön auch nicht so flach und nicht so hoch. Genauso wie ich möchte. Hier kann man zu programmieren. Hier hat man Zahnblock, weil ich brauche den Zahnblock dazu. Weil ich mag das nicht, die Tasten hier oben zu verwenden, sondern man kann dann hier schön die Zahl angeben. Und ich schlage mal vor, ich schließe mal an. Aber erstmal macht man hier noch die Folie ab. Hier noch die Folie dabei. Ja, passt. Und ja, ich schließe mal an und bis gleich. So, jetzt habe ich sie angeschlossen am PC. Wie man sieht, leuchtet sie jetzt schön. Und werde dann die Software installieren. Und das möchte ich euch dann in einem Separatvideo zeigen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Also, bis zum nächsten Mal.